Special Guests scheinen sich zum roten Faden der Veranstaltung der Unternehmen gegen Atomkraft zu entwickeln. Das hat sich in der letzten Nacht auch entsprechend entwickelt. Wir haben auch heute einen Special Guest, auch wenn der nicht unbedingt von den Unternehmen gegen Atomkraft gewollt gewesen ist. Die Unternehmen gegen Atomkraft haben lange verhandelt mit Vattenfall. Vattenfall hat darauf gedrängt, dass sie hier auch einen Redner haben dürfen, um ihre Position darzustellen. Die Unternehmen gegen Atomkraft haben gesagt, okay, wir sind bereit, diesen Dialog miteinander zu führen. Und aus Stockholm ist ein leitender Mitarbeiter gekommen, Nils Sönderström, und er wird sich jetzt Ihnen präsentieren und Ihnen sagen, was von Vattenfall zu halten ist. Nils Sönderström. Yeah, hi. Ja, ich freue mich sehr, hier zu Sie sprechen zu dürfen. Mein Name ist Nils Sönderström. Ich komme direkt von der Stockholm, aus der Zentrale von der Vattenfall-Konzern. Ich bin Leiter von der Öffentlichkeitsabteilung und habe eine kleine Ansprache für Sie vorbereitet, um das, weil schließlich sind wir hier auf Vattenfall-Grundstücken. Und so, ich habe ein paar Minuten die Hausrechten, ja. Lieben Besorgten, meine sehr geehrten von den Damen und auch die anderen. Deutschen Atomkraftwerken sind sicher, vor allem die in Brunsbüttel und Krümmel. Ja. Und ihren Parlamenten sind in Bezug auf Störfällen auch niemals belogen worden. Denn ein Parlament, das sich nicht intensiv nach einem Störfall erkundigt, kann auch nicht belogen werden. Ja, ja, tak. Tak, weil. Ja, und die Vattenfall-Reaktoren vom schwedischen Typ Röms, ja, diese sind besonders sicher und kinderleicht aufzubauen, wie alles, was von Ikea kommt. Ja. Du musst nur die Bauanleitungen konsequent ignorieren, dich nichts machen aus die falschen oder fehlenden Dübeln und die unsachgerechte Aufbauplan nur verkehrt rumhalten. Ja, und sollte es dennoch einmal zu einer Freisetzung von Edelgasen infolge von Detonationen oder Wasserstoffexplosionen oder auch zum Austritt von die radioaktiven Dampfen kommen, ja, so macht das nichts, nein. Das sind alles ganz natürliche Erscheinungen in Gottes freier Natur. Ja, und dass die Kernkraftwerksmitarbeiter, ja, übers Wochenende die Brennstäben mit nach Hause nehmen, um damit Grillabenden zu veranstalten. Ja, meine lieben Freunde, das ist wenigstens Standard. Ja. Da wird es auch immer besonders hell. Daher kommt auch die Midsommernacht. Ja. Ja. Und lieben. Und lieben Brunnen, und was die Kabel angeht, ja, die von den AKWs unentgeltlich Strom abzweigen, direkt in die Dienstwillen von den jeweiligen Kernkraftwerksdirektoren hinein, ja, so sind diese notwendig, damit die Direktoren jederzeit die Qualität des gewonnenen Stroms überprüfen können. Ja. Und es stimmt auch nicht, dass die Rissen in die Reaktormandel mit Kaugummi oder Salzlakritzen abgedichtet wurden, nein. Auch nicht mit Softeis. Nein, man hat selbstverständlich erstklassiges deutsches Paketklebebanden verwendet. Und als Kernkraftwerksbetreiber, ja, weisen wir auch darauf hin, auf die durchaus positive Nebenwirkung, dass die Grundstückspreise in die Umfeld von den Vattenfaller Atomkraftwerken kräftig gesunken sind. Was besonders für die älteren Menschen mit die kleine Rente von Interesse ist. Ja, zumal sie auch dort weitgehend ihren Ruhe finden. Also nicht die letzte, aber vorletzten vielleicht. Ne? Weil es durch die zahlreichen Leukämiefälle kaum noch zu die Belästigung von die Kindergeschrei kommt. Ja. Und abschließend möchte ich noch anmerken, Störfälle dienen der persönlichen Sicherheit der Verbraucher. Denn bei einem Störfall werden Notkühleinrichtungen aktiviert, so in Fukushima auch, ja, und so die Zuverlässigkeit getestet. Durch die Störfallbedingte Inanspruchnahmen wird sichergestellt, dass Notkühlsysteme im Fall einer Kernschmelze zufriedenstellend funktionieren. Ja, das heißt, je häufiger es in einer AKW zu Detonationen kommt, desto größer ist die Sicherheit für die Verbraucher. Mangel tausend Dank. Farewell. Farewell. Tag.
Ja. Der eine oder andere mag sich Gedanken gemacht haben, ob der Mann aus Stockholm wirklich aus Stockholm kommt. Er ist aus Hamburg-Winterhude gekommen, und zwar von Alma Hoppes Lustspielhaus. Nils Lönnecker.